Ja, einen wunderschönen guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Beyond Good and Evil. Hier auf eurem Creepster-Game-Kanal mit mir, Leuchtfix. Es geht weiter. Wir sind auf der Mondbasis. Ich habe keine scheiß Ahnung, was ich hier tue. Ich kletter gerade einfach mal irgendwo hoch. Toll, und jetzt? Jetzt bin ich hier. Ah, schau an, ein Ventilator. Das bringt mich ja mal so gar nicht weiter. Check! Was bringt mir das, wenn der jetzt da drauf tappt? Miep? Ist hier irgendwas Sinnvolles gerade passiert? Ah! Ist da oben. Das könnte uns tatsächlich sogar weiterhelfen. Und hoch. Aber ich keine Ahnung habe, wie. Ah, wir können uns dranhängen. Drück. Push. Push a button. Push, push a button. Let me know. Ist doch nicht gewollt, dass ich jetzt hier ab. Es kann unmöglich gewollt sein, dass ich hier abspringe. Da? Hä? Ah! Okay, ich hab's verstanden, aber... Wie soll ich denn da rüberkommen? Toll, jetzt stehe ich auf dem Beluga wie. Und jetzt. Ach, wisst ihr was? Nehmen wir erstmal den Weg hier. Das sieht ordentlich aus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wait, what? Wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Domsbasis. Doms Architektur. Wir sind jetzt im Herzen Ihrer Basis, Mister. Da will ich gar nicht hin. Können wir umdrehen? Okay. Sie müssen den Bericht abschließen, Mister. Ich will hier nichts machen. Nee. Nee. Ich hab das Gefühl, wir müssen doch hier noch irgendwas machen, oder? Das kann doch eigentlich nicht angehen. Drei Schaltflächen. Wenn wir noch nicht. Warte mal. Ach, war klar. Ich bin auch dumm. Natürlich. 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 Ah, Mann. Ich hab die Weisheit auch manchmal mit Löffeln gefressen, ne? Wenn ich den dritten Platz dann noch voll kriege, ich könnte mir eine Kiste oder so hinstellen. So. Ja, Sir! Ui. Kiste. Was die Frau für Oberarme haben muss, ne? Dass die sich selber hier so stundenlang lang ziehen kann. Schon mal gar nicht schlecht, aber... Ja. Es fehlt eine weitere Person, leider. Dann liegt der Schluss eigentlich nahe, dass man Paige wieder trifft. Das würde mich natürlich freuen, um die alte Speckschwarte. Gut, dann... Eben doch Doms Basis. Deswegen, wenn ich auch will... Man auch immer die solche Plattform bauen, wofür man zwei Leute braucht. Ja, Sir! Denken sich bestimmt immer, hä? Helden sind immer Einzelkämpfer, die werden bestimmt nicht zu zweit kommen. Das ist der beste Schutz, den wir haben können. So werden sich die Domstadt gedacht haben. Der Kehl ist schon ganz trocken, weil ich jetzt gerade 3-4 Aufnahmen direkt hintereinander gemacht habe. Ich muss das gleich mal ändern hier. Was ist das denn?
Kristall. Ja, leck mich am Arsch, ist das geil. Böse Aliens muss es natürlich immer geben. Okay, was haben wir da? Irgendwie, es hört sich an, als wären hier Borax-Sitze drin, aber das kann ich mir eigentlich eher schlecht vorstellen. Was ist denn? Das kann man aufnehmen. Ja, nehmen. Okay, Sekunde, sag mal, was das ist. Gut gemacht, Jade. Auswählen 2-3, ablegen Q. Hä? Legen. Ah! Okay. Kann ich die hier beeinflussen? Ah ja, kann ich. Gut. Ja, ich glaube, dann habe ich's. Ist man da hinten drauf? Ah, da gibt's noch so ein Ding. Okay, nein. Nein. Okay. Das ist natürlich super. Was ist denn für ein komisches... Ich bin kein Freund von der Geräuschkulisse hier. Okay, dann drehen wir das gute Stück doch einmal. Ach, komm schon. So furchtbar empfindlich, diese Steuerung manchmal, ne? Vom! Scheint doch tatsächlich alle Materie zu durchdringen. Also. Oder zumindest. Kristalle. Die hat die Lichtern gemündet. Ich laber schon wieder zu viel. Legen wir das Ding hier rein. Strahl dich tot, nein. Was haben wir hier drauf? Züchten die etwa Kristalle? Ach, du Heiland. Um seinem Herz nochmal Geld geben, weiß ich auch nicht. Ist doch mega, also ich beschwere mich nicht über Geld. Hin, da muss ich irgendwas anstrengen. Ich habe es bereits oft gesagt, ich sage es auch gern nochmal, Atmosphäre kann das Spiel echt gut. Also, das letzte Mal so ein bedrückendes, beklemmendes Gefühl aufgrund einer Alien-Rasse hatte ich im Mass Effect auf dem Kollektorenschiff. Okay, und was muss ich hier tun? Und das war da auch schon echt übel. Ach, warte mal, da kann ich dagegen schießen? Das ist natürlich optimal. Ah. Die strahlen jetzt hier aber wohl falsch. Warte mal. Ja, da muss ich tatsächlich drehen. Ist egal, wie ich die erwarte. Ah, okay. Oh, scheiße, ich will nicht. Kloster? Was? Was? Kloster? Oh, ich mag nicht. Ich mag nicht. Keine Hilfe! Ja, das Gefühl habe ich auch. Sie sind überall. Sie warten nur auf uns. Ihr seid beide keine Hilfe. Noch wissen sie nicht, dass wir hier sind. Der widerspricht sich gerade. Naja. Weißt du? Ihr seid keine Hilfe. Echt nicht, Leute.
Paige! Paige! Das ist doch eine Falle. Komm, das sieht jeder. Paige! Paige, hörst du mich? Das sind die gleichen Türen wie im Kloster. Gleiche Türen wie im Kloster? Was für Türen? Oh, Alter. Kloster. Wo soll ich denn jetzt die Energie herbekommen? Kann sein, dass ich dafür nochmal rüberrennen muss? Bestimmt irgendwann falsch gedreht. Oh, nee. Aber Paige scheint noch am Leben zu sein, weil das wirkt schon so unfassbar nach einer Falle. Oh, schaut euch den Texturenbrei da hinten rechts an. Das ist ja ekelig. Ekelig. Naja. Könnte schlimmer sein, ne? Wir müssen es schaffen, die obere Hälfte dieser Säulen zu drehen. Was macht man den denn dann? Na wurscht. Fixt mich nicht an. Warum auch immer sie dann da drei von den Dingern hingepackt haben. Nervenaufreibend. Nervenaufreibend. Halt durch. Ich hol dich da raus. Jetzt müssen ja wahrscheinlich einfach nur alle Kristalle in der... In der Linie herdrehen, ne? Wahrscheinlich. Na, oh, was Geduld sagt. Ah, okay. Gut. Wie soll ich jetzt... So schlecht im Rätsel, ne? Okay. Okay. Okay, ist eine Gestalt an. Okay. Okay. Yeah! Yeah! Dann zu dem schießen und der macht dann den letzten. Hab ich gerade Sherlock-artig kombiniert. Oh, oh ne. Und wisst ihr, was das ergibt? Ja, ne, ihr mich auch. Ihr mich auch. Pentagramm. Ja, leck mir am Arsch. Ihr mich auch. Da Zufall war.
Ja, Sir! Ich hätte ihn vermutlich nicht fotografieren können, oder? Ich weiß es nicht. Page? Scheißegal. Sieht nicht sehr lebendig aus. Ach komm schon. Das war ein Drei-Mann-Schalter, der muss am Leben sein. Ich werde dich holen. Ich bring dich nach Hause. Scheiße, mühe ich mich stundenlang mit diesem Kackrätsel ab und dann so was. Weißt du? Mehr Sonne als. Mann. Reden? Hey, sag etwas. Sprich nicht. Wir können immer noch die anderen Opfer retten. Wir müssen den Bericht fertigstellen, Miss Jane. Nicht hilfreich. Ich möchte dieses Pentagramm auflösen, das macht mir Angst. Speichern. Atmosphäre können Sie. Ich sag's nochmal. Klusse über Speichern, bitte. Danke. Großartig inszenierten Meisterwerk der Spielekunst. Sekundo blinkt. Shawnee, es ist unglaublich. Wir haben eine E-Mail vom Chef bekommen. Er lebt, Jade. Er lebt. Ah ja. Der wäre tot. Ja, was kannst du eigentlich, Double H? Weiß nicht mal, ob jemand tot ist. Was kannst du? Jeder Vierjährige könnte das. Sehr clever, diese Code-unter-den-Schuhen-Geschichte. Du hast sie gefunden? Hoffentlich hast du meine Einstellungen nicht verändert. Sie sind genau, wie ich sie gefunden habe. Mit Gestank und allem. Page, ich... Du warst... Tot, ich weiß. Aber du hast mich gerettet. Du hast mich wieder zum Leben erweckt. Du bist nicht die, für die du dich hältst, Jade. Tief in dir war immer eine unglaubliche Energie verborgen. Jetzt endlich bricht sie durch. Und du beginnst es zu verstehen. Paige, die Kinder, sie... Ja, ich weiß. Auch entführt. Sie haben sie in das große Gewölbe gebracht. Der Landestreifen ist der einzige Weg hinein. Wir müssen mit dem Schiff zurückkommen. Aber im Moment können wir nichts für sie tun. Wir sind viel zu wenige. Wir brauchen Hilfe, um die Mondbasis mit voller Stärke anzugreifen. Der einzige Weg, uns die Hilfe der Hylianer zu sichern, ist, Ninos Plan zu befolgen. Wir stellen den Bericht fertig und verbreiten ihn mit dem Langstreckensender. Okay, los geht's. Falsch untertitelt. Scheißegal, mehr keiner. Ja, da muss ich zurückrennen, ne? Doch, ja, muss. Doch da. So Mondbasis. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war 16 Stunden in so einer Maschine. Ich dachte, ich käme nie wieder raus. Ich war 3 Wochen da drin. Sie müssen den Bericht abschließen, Miss Jade. Jade, danke, dass du mich gerettet hast. Hallo? Hallo?
Okay. Augenscheinlich habe ich mich mit dem Weg vertan. Kann jedem mal passieren. Ich denke, bei der Folge heute werden wir etwas überziehen. Ist gerade so spannend, ich kann nicht aufhören. Dann rennen wir nochmal auf die andere Seite. Wir haben ja Zeit. Das Musik macht einen total hektisch. Ich habe solche Neurosen gerade, ne? Es ist kein Pentagramm mehr, es ist jetzt ein geschlossener Kreis. Damit kann ich leben. Warum flimmert dazu? Ich mag es nicht, wenn er zu flimmert. Geben Sie die Deckung nicht auf, Miss Jane. Wir müssen zuerst die Informationen übermitteln. Miep! Schleichmusik. Muss ich denn schleichen? Tatsache, Alpha-Abteilung. Hey, hey, alles klar? Aua. Ich hau dich weg. Ich will lieber sterben, anstatt zu schleichen. Hacke. Rennen wir erstmal noch mal außen rum. Ne, hier ist nichts mehr. Boah, ich hab... Macht mich nervös. Was tust du denn? Was mache ich eigentlich hier? Das sieht doch vielversprechend aus. Farbe grün. Es ist dunkel hier. Nein, hey, das sind die ganzen Eltern. Sie brauchen mich genauso sehr, wie ich Sie brauche, Eure Exzellenz. Miep. Oh. Ich fühle, das Leben verlässt mich. Nimm meine letzte Energie und finde mir das Leben. Wir haben den finalen Beweis. Der Oberanführer der Alpha-Abteilung mit den Doms. Ich denke, das wird's gewesen sein. Shawnee, mit der Doms-Königin Double oder so. H. Schnell, verbreitet den Bericht mit dem Sender und ganz Hillis wird mit uns sein. Die Gouverneurin wird euch sicher wieder helfen. Ja, und wie? Shawnee, Urweiz, Mettel. Shawnee, Doms, Timbra. Was? Shawnee? Ich nicht Shawnee? Shawnee nicht mein Agentenname? Ich will meinen Agenten sprechen. Shawnee, Urweiz, Methiot. Methiot. Was zu sehen?
Miep. Heliana sadistisch geopfert. Ein Domspriester entzieht ihnen alle Energie. Bürger rebelliert. Jagt die Alpha ab. Dann und die Doms davon. Ja, schmeckt. Yeah, ich hab die Macht, Bitch. Schorn hier. Ganz großer, dicker Schlauch, aber ich weiß nicht, wohin der mich bringt. Ich glaube, zu dem komme ich gar nicht, ne? Ich weiß nicht, was hier für eine blöde Konstruktion ist. Habe ich auch nicht. Was das soll. Ui. Ja. Ja. Das war jetzt gar nicht mal so unstressig. Alter, Alter, Alter. Und das Ganze auch noch allein. Was ich hier für Neurosen bekomme. Nee, nicht schön, echt nicht. Die Überwachung war ja echt pisselig, ne? Zwei Alphas. Klopp ich weg. Das sind Alpha-Abteilungsgeleiter. Du weißt, dass die Risikoröhre hier. Aber hier ist nix. Hm. Dann gehe ich mal zu diesem Gleiter hier vorne tatsächlich hin. Ende. Wir können immer noch die anderen retten. Wir müssen den Bericht mit dem Sender verbreiten. Machen wir das doch. Essen. Später. Ich überziehe diese Folge zu furchtbar lange. Zurück nach Hause und friedlich irgendwelche Eichhörnchen von meinem Leuchtturm aus fotografieren. Ist das denn zu viel verlangt? Na gut. Naja, ganz offensichtlich jedenfalls. So. Naja, Leute. Ihr merkt schon immer, wenn ich eine Abmoderation anfange. Moment, hey, Leute. Mal. Das ist der Beluga. Du hast die olle Kiste ans Laufen gebracht. Sehr witzig. Ich musste fast nichts machen. Du musst viel Zeit in das Baby investiert haben. Keine Antwort? Keine Antwort, gut. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen bei dieser äußerst stressigen Folge. Okay. Hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ich sitze hier gerade auf den Endspurt zugeht und die Verbreitung der Medien, der Nachrichten über die Medien, wie auch immer. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, auf jeden Fall. Bis dann sage ich, macht's gut, haut rein, euer Leuchtfix. Bis bald.